ausschlafen. Ich bin kein Morgenmensch, deswegen schlafe ich gerne lange mit einem guten Frühstück und einem lockeren Training und dann am besten den Abend mit Freunden und Familie verbringen und ja, ein bisschen feiern. Der letzte Spieler auf jeden Fall war nach meiner Rückenverletzung, die mich fast ein Jahr außer Gefecht gesetzt hat, ist es mir eigentlich im letzten Moment noch gelungen, mich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren, damals in Peking. Und da in der ersten Runde habe ich ganz, ganz knapp gewonnen und das war eigentlich wirklich ein wunderschönes Spiel, weil da wusste ich, dass meine Verletzung überstanden ist. Eigentlich ist jede Niederlage bitter, aber ich denke, ich habe einmal ein Spiel verloren vor 4 Jahren in der zweiten Runde bei den Weltmeisterschaften gegen einen Spanier und das hätte nicht sein müssen. Das war doch ziemlich bitter und danach war ich auch wirklich 3-4 Tage ein bisschen down, aber mein Gott, das gehört halt leider dazu. Gesehen wäre es natürlich schön, wenn ich mich 2016 nochmal für die Olympischen Spiele qualifizieren könnte. Und ja, natürlich hat jeder Sportler den Traum, irgendwie eine Medaille bei Olympischen Spielen oder bei Weltmeisterschaften zu erringen. Da hätte ich nichts dagegen. Und ansonsten eigentlich möchte ich danach im Sport einen geregelten Übergang ins wirkliche Berufsleben schaffen und dann eigentlich ein ganz normales Leben führen, ohne viel Rumreiserei und hoffentlich auch wieder im Rheinland ansässig sein.